Herzlich willkommen im TV-Studio der Hochschule Makromedia zu Good Morning Cologne. Good news, it's all good news for you. It's all good news for you. Wusstet ihr eigentlich, dass Nachrichten das beliebteste Fernsehformat der Deutschen sind? Das zumindest ergab im letzten Jahr eine Umfrage des Allerbach-Instituts für Demoskopie. Kaum zu glauben, oder? Andererseits aber doch nicht so verwunderlich. Schließlich informieren uns Nachrichten ja über aktuelle Ereignisse in dieser Welt. Und da wir ihnen heutzutage fast überall begegnen, ob im Fernsehen, im Radio, im Internet oder in Zeitungen, haben wir fast gar keine andere Wahl, als uns mit den Nachrichten auseinanderzusetzen. Wenn ich Nachrichten gucke und dann halt viele negative Sachen sehe und so, dann denke ich oft so, können die nicht auch mal was Nettes erzählen? Ich finde, es wird eher Negatives im Fernsehen gezeigt, weil das zum Beispiel eher die Menschen schockt und halt aufreißt, und Positives wird meiner Meinung nach nicht so klar dargestellt. Zeigen die Nachrichten die Welt so, wie sie wirklich ist? Oder haben sie ihr eigenes Wirklichkeitsbild, was nur der Nachrichtenlogik entspricht? Und haben die Jugendlichen überhaupt die Möglichkeit, dieses Wirklichkeitsbild zu überprüfen? Diese und andere Fragen werden wir mit unserem heutigen Gast klären. Weil sich ja Nachrichten auch verkaufen wollen, wird auch gerne das gebracht, was irgendwie mit Katastrophen, mit Sensationen, mit Gefahren, mit Krisen, also was Emotionen weckt, verbunden ist. Und wenn ich mir das so manchmal angucke, also der Planet steht vor dem Kollaps, Schulden können nicht mehr zurückgezahlt werden, Kriege drohen, Atomkraftwerke können in die Luft fliegen, Überbevölkerung droht. Also wenn man sich das als junger Mensch sozusagen pausenlos anhört, dann kann einem ja Angst und Bange werden. Und das finde ich eine negative Beeinflussung, weil so ist ja die Welt nicht. Die könnten das vielleicht auch ein bisschen jugendlicher gestalten oder so, weil irgendwie in unserem Alter hat man jetzt nicht so viel Lust, Nachrichten zu gucken. Und genau deshalb wollten wir mal herausfinden, für welche Art von Nachrichten die Jugendlichen sich heutzutage noch interessieren. Genau, und aus dem Grund dürfen die Jugendlichen auch für uns Redakteure spielen und selbst entscheiden, was für sie in eine Nachricht gehört. Kennt ihr das nicht auch? Euch ist langweilig und man hängt nur am Handy? Dagegen hilft zum Beispiel Sport. Wie ihr euch zu Sport mehr motivieren könnt und dabei auch von eurem Handy wegkommt, zeigen wir euch in einem kleinen Beitrag mit Markov und Linus aus Köln. Smartphones sind aus unserem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Jugendliche benutzen ihr Handy dauerhaft und überall, egal ob sie auf YouTube, Instagram oder Facebook unterwegs sind oder aus Langeweile nur mit ihrem Handy spielen. Sogar für Online-Shopping wird es benutzt. Aber Jugendliche entdecken den Sport wieder, denn wer möchte nicht gerne fit sein? Markov und sein Freund Linus gehen gerne joggen. Wir haben sie dazu interviewt. Was motiviert euch, Sport zu treiben? Was bringt euch vom Handy weg? Also wir machen sehr gerne Sport, weil dabei kann man sich mal richtig auspowern und man ist auch richtig entspannt. Und diese so Alltagssorgen und Schulsorgen sind ratzefatze weg, wenn du dich richtig auspowerst. Und wie oft benutzt ihr euer Handy so? Also ich persönlich benutze mein Handy sehr oft. Ich weiß nicht, wie das bei Linus ist. Und heute habe ich mir mal gedacht, ich lasse zu Hause, damit ich mal nicht zu erreichen bin und einfach mal abschalten kann. Und du? Wie siehst du das? Also ich habe mein Handy auch zu Hause gelassen, weil dann kann man auch mal richtig abschalten. Und man muss auch nicht immer erreichbar sein. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Wie Sie sehen, kann man auch mal vom Handy wegkommen und Sport mit Freunden treiben. Wörter wie Smartphone oder Handysucht werden häufig in den Medien genannt. Es besteht die Angst, dass besonders Jugendliche die häufige Nutzung von Handys den Wirklichkeitsbezug verlieren könnten. Sie stehen, was Suchtgefahr betrifft, in den Medien ohnehin unter Generalverdacht. Aber geht den Jugendlichen der Bezug zur Wirklichkeit tatsächlich verloren oder sind das nur die Ängste der Erwachsenen? Immer wieder wird uns gesagt, welche negativen Einflüsse Smartphones auf uns haben. Sie sollen uns von den wichtigen Dingen ablenken und unser soziales Leben zerstören, indem wir nur noch über soziale Netzwerke kommunizieren. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, wie unglaublich nützlich sie doch sind. Und das jeden Tag. Das Handy hilft uns schon früh morgens, bevor wir wach werden, beim Wecken. Auch gerade bei Kommunikation via Kurznachrichtendienst sind sie super hilfreich. So kann zum Beispiel ein Termin oder ähnliches schnell abgesagt oder einfach nur verschoben werden. Dadurch, dass man auch Nachrichten lesen kann, muss kein Geld für Zeitungen ausgegeben werden.
Außerdem ist man immer auf dem neuesten Stand und diese Art von Zeitung ist umweltfreundlicher. Langeweile in der Freistunde? Ein Fremdwort für den Handybesitzer. Heutzutage kann man sogar Bücher auf dem Handy lesen und Spiele spielen. Gerade für uns Schüler bietet das Handy das umfangreichste Lexikon für Hausaufgaben. Direkt auf den ersten Blick hat man immer eine grobe Übersicht. Liest man dann noch eine Website durch, ist man perfekt informiert. Oh nein, alles in Ordnung? Gerade in Notsituationen kann das Handy lebensnotwendig sein, indem man mit ihm Hilfe holen kann. In den meisten Handys ist auch ein Navigationssystem über Google Maps gegeben, mit dem wir gut abschätzen können, wie lange wir für den Weg mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Rad oder der Bahn brauchen werden. Wenn man wenig Geld für Dinge ausgeben mag, kann man ganz einfach Preise vergleichen und gucken, wo sie am günstigsten sind und bestellen. Kreuz König auf Karo Dame, das Handy sollte man natürlich auch mal weglegen können. Und wenn es zu Uneinigkeiten kommen sollte, kann es auch beim Streitschlichten helfen. Vielen Dank an unsere Schülerredakteurinnen für diese tollen und informativen Beiträge, die sie wie immer selbst geplant, gedreht und geschnitten haben und die, wie ich finde, kein bisschen wirklichkeitsfremd, sondern sehr wirklichkeitsnah sind. Als Jugendlicher ist man heutzutage rund um die Uhr von Medien umgeben. Da stellt sich uns die Frage, ob sich die Schülerinnen bei der eigenen Produktion von Nachrichten an Sendungen, die sie selber gucken, orientiert haben. Es war eigentlich wichtig, dass wir einfach selber darüber mal so nachdenken, wie können wir was aufbauen und wen fragen wir da am besten und sowas. Also das waren eigentlich mehr Ideen von uns, die von uns gekommen sind und nicht irgendwelche Sendungen, die uns da beeinflusst hat. Zum Abschluss wollen wir noch klären, was das Projekt bei Ihnen bewirkt hat. Ich denke, ich bin ein bisschen selbstbewusster und erfahrener dadurch geworden. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Beim nächsten Mal geht es dann um Kunst und Kultur in den Nachrichten. Im Namen der gesamten Crew sagen wir Danke. Und wenn ihr euch mal bei uns als Schülerredakteure bewerben wollt, dann schaut einfach auf unsere Homepage. Dort findet ihr nicht nur alle Infos zum Bewerben, sondern auch alle bisherigen Sendungen. Good news, it's all good news for you.